Einen wunderschönen und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar sind wir hier heute mit dem lieben Zeus-Kun unterwegs. Ja moin, was geht? Und folgendes werden wir machen. Wir werden hier chillen im Teamspeak auf dem Griefer Games TS, bis irgendwelche Leute in unseren Channel kommen. Ja, das Passwort davon ist wie immer einverstanden, dass da alles klar geht. Davor werden wir nochmal mit denen reden, dass es in Ordnung geht, ihre die Stimmen zu verwenden und so weiter und so fort. Und zwar geht es darum, wer uns zum Lachen bringt. Mich oder Zeus bekommt 10k. Wenn er uns beide zum Lachen bringt, bekommt er 20k. Richtig. Dann gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Was wolltest du sagen, Zeus? Ich wollte nur sagen, bei mir ist das nicht so einfach heute. Eieieiei. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich lache tatsächlich sehr oft, aber ja, wir werden sehen. Dann warten wir mal, bis jemand kommt. Da setzen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut und bis gleich. So, wir haben auch schon unseren ersten Teilnehmer gefunden und zwar ist tatsächlich der liebe Tobi, Tobi Dobermann, hierher gekommen. Der ist auch jetzt bei uns im Teamspeak. Den Kanal von dem lieben Tobi verlinke ich natürlich. Ganz, ganz lieber. Das Problem ist, ich mag den Tobi so sehr, ich lache schon, weil er da ist, weil er einfach so ein lieber Bub ist. Jetzt mal gucken, ob er uns zum Lachen bringt. Dobermann, du weißt, um was geht, wenn du mich zum Lachen bringst, kriegst du 10k, wenn du Zeus zum Lachen bringst, auch 10k, also maximal 20k gibt's hier zu gewinnen. Okay. Wenn du bereit bist, hau raus. Ja, also ich bin bereit. Ich würde halt einfach damit anfangen, dass ich mich, ich würde mich halt zu euch erstmal setzen. Okay. Und jetzt wo ich hier so sitze, es ist auf jeden Fall ein harter Tag für mich gewesen und ich hatte auch ein bisschen. Okay, ist er jetzt schon mal gedacht? Das ist gut. Ja, Gesundheit, also, doofer Mann! Gesundheit, ich hab genossen. Das ist halt schon schwierig gewesen, ne? Also. Aber ansonsten, wie geht's euch denn? Wie war euer Tag heute? Ja, so bis jetzt ganz gut soweit, ne? Okay, gut. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist so der Coole von euch beiden, ne? Ja, genau. Ich bin ganz locker drauf, so besser. Du geilst dich dem Hund hier die 10k nur für so einen Furzsport zu geben, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, ich verstehe. Dann ja, wollen wir nicht so verklemmt sein. Dann würde ich sagen, war's das mit der Vorstellung? Mehr habe ich leider nicht am Kasten. Oh, ich musste mich richtig zusammenreißen. Oh Gott. Weißt du, was mich das erinnert hat? So knapp war das gerade, wo Isai auch losgelacht hat. kennst du dieses von Joko und Klaas, dieses Aushalten, nicht lachen? Das war halt so richtig schlecht, aber war halt einfach so schlecht und so dass es wieder witzig war. Genau so schlecht wollte ich es auch machen. Ah Gott, okay, gut. Supermann, mein Lieber. Da kriegst du auf jeden Fall deine 10k. Vor allem, das ist halt so ein Insider zwischen mir und Tobi. Er wusste halt, dass er mich auf jeden Fall kriegt. Das wusste er safe. Ja, wie gesagt, bei mir war das richtig knapp gerade. So, wir haben einen neuen Teilnehmer bei uns. Und zwar der liebe Legendary Scout. Das ist der Owner von dem AMG-Clan. Die sind auch ganz, 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 ganz nett auf CB16 vertreten. Ne, Leggy? Mhm. Und du willst es jetzt probieren, ne? Mich oder das Zeus zum Lachen zu bringen. Mhm. Dann würde ich sagen, läuft deine Zeit 1 Minute 30 ab jetzt. Okay, aber bevor wir anrufen, ich glaube, ich krieg gerade einen Anruf rein. Achso, okay. Es war Rypex, der hat gemeint, dass er zum Spielen kommen darf. Und ansonsten, mir fällt eigentlich nicht mehr so großes ein. Hätte ich jetzt ein Soundboard, hätte ich die Grille eingespielt. Eieieiei. Ja. Ne, mir fällt sonst nichts mehr ein gerade. Es klang in meinem Kopf lustiger. Ich dachte mir so, ich habe das Calling Emote und der nickt dann so schön. Und dann dachte ich mir, okay, der Kevin darf spielen kommen. Alles klar. Kann man Rypex noch mit einbauen. Gut. Ja, ging nach hinten los. Eieiei. Noch 30 Sekunden hast du aber trotzdem noch, Leggy. Vielleicht fällt ja noch was ein.
Mich kann man auch ganz gut mit ganz stumpfen Sachen kriegen. Ja, jetzt nicht so ein Baumstumpf. Baumstumpf? Wie nennt man es, wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt bringt? Weiß es nicht. Ein komplettes Putzset. Gut. Ah, das war knapp. Aber das war auch der letzte Witz. Der Timer ist leider abgelaufen. Ja. Leider nicht funktioniert. So, wir haben jetzt nochmal ein bisschen Würze ins Spiel bekommen. Und zwar der liebe Legendary Scout hat es vorher probiert. Der hat es nicht geschafft, wie ihr leider gesehen habt. Aber er hat gesagt, er macht jetzt hier mit. Das heißt, es sind hier drei Leute, die Skill zum Lachen zu bringen. Das heißt, die Leute können maximal $30,000 gewinnen. Und zwar haben wir hier auch den nächsten Teilnehmer. Das ist der liebe Hinak. Der läuft hier hinten noch rum. Der hat ab jetzt ja. 1 Minute und 30, uns zum Lachen zu bringen. Deine Zeit läuft ab jetzt, liebe Hinak. Ja, na guck mal. Ja, ich weiß halt, was ich sagen will. Kannst du mal Cut machen? Das krieg ich ja gar nicht auf die Reihe jetzt hier. Nee, deine Zeit läuft, das musst du Gas geben. Was soll ich denn machen? Eine Minute, 30 Minuten. Am besten was Lustiges. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Und, ja. Ja. Was genau denn? Irgendwas fällt dir ein, eine Minute hast du jetzt noch. Ja, also ich krieg das sowieso nicht auf die Reihe, glaube ich. Sieht aber alle komisch aus hier. Kannst abbrechen, das habe ich ja gar nicht. Ach komm, 40 Sekunden hast du noch. Was soll ich denn machen? Erzähl uns einen guten Witz. Das ist doch total bescheuert, ein paar mehr Leute, den schaffe ich, das ist definitiv. Aber hier so alleine euch zum Lachen zu bringen, das krieg ich ja gar nicht hin. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Klar, das schaffst du, komm, noch 30 Sekunden hast du. Gab schon Leute, die es geschafft haben. Die es nicht geschafft haben. Die es geschafft haben. Ja, sind es auch keine Lappen gewesen. Ne? Und sind heute schon Wege durchgefallen? Ja. Ja, klar. Haben wir schon Wege versucht? Oh. Noch 10 Sekunden, jetzt musst du Gas geben. Ja, ich schaff das nicht mehr. Ne? Ich bin klein, aber sonst alles gut. Ne? Ah. Das wird nicht. Ja, Zeit ist leider auch um, aber Hinak. Du bist ja ein neuer Spieler, ne? Ja. Ach, guck mal, ich würde sagen, sowas kann man, was kann man unterstützen, oder Zeus? Ja, hau ich auch mal was raus. Ja, komm. Ja, von mir kriegst du auch nochmal 2 Beacons geschenkt. Boah, ihr seid aber groß. Ja. Danke. Also, bitteschön. War mir auf jeden Fall eine Freude, mitgemacht zu haben. Ja, gerne. Ich wusste, dass ich machen soll, aber... Ja, es ist halt, das Ding ist halt, man muss halt die Leute auch ins kalte Wasser werfen, weil wenn man Vorbereitungszeit hat zu viel, dann ist es ja zu einfach, ne? Ja, das ist einfach so, da hast du recht. Oh. So, und wir haben hier einen neuen Teilnehmer, und zwar den lieben Pablo Escobar 76. Der hat es hier, wie die anderen, die Chance, uns zum Lachen zu bringen und hat dafür 1 Minute 30 Zeit. Und deine Zeit läuft ab jetzt, lieber Pablo. Moin, fangen wir mal langsam an. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Nilpferd? Keine Ahnung. Das eine lebt im Wasser, das andere hat einen fetten Arsch. War gut. Ja. War mein Humor, aber... Warum hat Chuck Norris, oder warum wurde von Chuck Norris von seiner Tante großgezogen? Keine Ahnung. Weil keiner getraut hat, seine Mutter... Oh nein! Chuck Norris kann unter Wasser grillen, er kaut Bienen und isst kein Honig. Der böse Mann guckt nachts unter sein Bett und guckt, ob Chuck Norris unter dem Bett liegt. Also zweimal hast du schon sicher, einmal musst du noch bei Mal was Antisemitisches, warum haben Juden ein Judenkäppchen auf? Damit man die Glatze nicht sieht? Nee, damit man Docht nicht sieht. Was macht eine Blondine auf dem Laufband? Verdursten. Nach 10 Sekunden, ne? Ja. Ja gut, so auf 10 Sekunden fällt mir jetzt glaube ich auch so schnell nicht so ein. Und stopp. Na gut, mich und Zeus hast du bekommen.
Das Problem wird nur sein, ich muss das zensieren. Oh, das tut mir leid. Ja, hättet ihr mir das gesagt, dann hätte ich vielleicht darauf geachtet, wie ich mich ausdrücke. Alles gut. Wusste ich nicht. Na gut, okay. Mich und ihn hast du bekommen. Dann würde ich sagen, Pablo Escobar einmal 10k von mir und 10k von Zeus hast du bekommen. Ey, krass, dann, Alter, cool. Ich spiele seit 3 Tagen. Ich habe 4k und habe jetzt 24k. Ja, Hammer. Dann lass dich nicht abziehen. Ne? Und nee. Danke für die Teilnahme. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Danke, Jungs. Viel Spaß noch. So. So, oh wir haben eine neue Teilnehmerin und zwar die liebe TMLXO Celine, die ist ja am Stissel, die hat Bock. Und ja, Celine, du weißt, um was es geht, einen von uns drei zum Lachen bringen. Pro Person, die lacht, bekommst du $10.000. Deine 1 Minute und 30 Sekunden laufen ab jetzt. Johanna zu Papa, ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Papa, geht in Ordnung. Johanna, wirklich? Ich liebe dich über alles. Papa an Heiligabend. So, Johanna, dein Friseurtermin steht. Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt, ich möchte gern Rumkugeln. Darauf der Bäcker, aber nicht in meinem Laden. Ja, was soll ich noch nehmen? Du weißt es schon mal raus an der Stelle. 55 Sekunden hast du noch. Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich überflüssig vor. Doktor, der nächste bitte. Scheiße. Oh, genau. Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Ja, das ist doch sehr gut. Aber ich stehe erst um 7:30 auf. Das war auch ganz gut. Ja. Ich habe so ein Grinsen schon in der Fresse, aber es reicht noch nicht. Noch. Ja. Ich habe noch Zeit? Noch 20 Sekunden hast du jetzt, ja. Der Vater sagt zum Sohn, Sohn, ich muss dir was sagen, du wurdest adoptiert. Sagt der Sohn, was? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen. Darauf der Vater, wir sind deine echten Eltern und jetzt mach dich fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt. Ah! Gut, die Zeit ist leider vorbei. Okay. Aber Zeus hast du bekommen, das heißt, 10k hast du in der Tasche. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Dankeschön. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein Grinsen im Gesicht, das hat echt nicht mehr viel gefehlt. Ja, bei mir auch. Perfekt. Dann vielen, vielen Dank für die Teilnahme auf jeden Fall, Celine, und Glückwunsch zu deinen 10k. Danke auch. Perfekt. Ja. So, wir haben jetzt hier unsere letzte Teilnehmerin und zwar die Celine noch eine Freundin rangeholt. Und zwar ist hier die liebe Jana, die Bootsfahrerin, die kennt ihr von dem Bootsfahrvideo, das ist die russische Teilnehmerin. Und du hast ab jetzt auch 1 Minute und 30 Sekunden, ab jetzt. Die Leute auf Hawaii beschweren sich wegen dem nicht funktionierenden Tsunami-Frühwarnsystem. Es warnt einfach nicht rechtzeitig vor Tsunamis. Diese Dummerchens. Sie selbst sind doch das Frühwarnsystem. Keiner verstanden? Tochter und Mutter unterhalten sich. Tochter, Mami, ich habe einen neuen Freund. Mutter, ach Schatz, das ist toll. Ist er in deiner Klasse? Tochter, es ist Harald, der Postmann. Mutter, oh mein Gott, er könnte dein Vater sein. Tochter, ich weiß, er ist ein bisschen alt, aber wir lieben uns. Mutter, ich glaube, du verstehst noch nicht ganz, er könnte dein Vater sein. Nee, catch mich nicht so. Ein Mann geht zum Arzt. Herr Doktor, ich weiß jetzt echt nicht, was ich noch machen soll. Ich huste die ganze Zeit, ich habe auch so ein Kratzen im Hals und kann nicht so gut atmen. Doktor, rauchen Sie? Patient, ja, wie verrückt, aber es hilft nicht. 30 Sekunden noch. Der Postbote, der bei uns austrägt, heißt Carsten. Er grüßt nie zurück. Vielleicht sollte ich ihn anders begrüßen und nicht sagen, hallo, Brief Carsten. Okay, der war schon 13. Besser. Ein wütender Mann schreit seine Nachbarn an. Ist das etwa Ihre Katze, die in meinem Garten die ganzen Möhren ausgräbt? Brüllt der Nachbar zurück. Aber selbstverständlich. Denken Sie etwa, ich hätte Zeit dafür? Gut. Na, leider nicht. Ja, na, das war nicht. Auch nicht gut. Bin zu schlecht. Ich mach das Outro. Sound muted. Ja, habt ihr ja gesehen, wie es hier verlief, ne? Leider nichts geworden. Meine Jana, Celine hat ja auch was gewonnen. Der liebe Dobermann hat was bekommen.
Und der nette Kerl von vorher, wo ich hier extra für ihn zensieren musste, weil er ein böses Wort genannt hat, welches mit F anfängt. Ihr wisst genau, welches ich meine. Naja, vielen Dank fürs Anschauen und ja, ich hoffe, man sieht sich dann in den nächsten Videos oder im Livestream. Ciao, ciao, schönen Tag noch.